getrocknetes Biogassubstrat, das weniger als 500 Gramm pro Liter wiegt und mit unter 2 Tonnen pro Hektar ausgebracht wird, ist eine Herausforderung für schlagkräftige Ausbringtechnik. Bredahl kann mit seinem neuen Streuwerk, das ursprünglich und vor allem für Kalk- und Mineraldünger konzipiert ist, aber dennoch mit diesem Material umgehen. Wir haben uns mit der dänischen Neuentwicklung, die auf der Agritechnica 2017 vorgestellt wurde, und diesem staubigen Material in den Einsatz begeben. Das neue Streuwerk arbeitet mit 2 6 Meter weit auseinander positionierten Streutellern. Für Straßenfahrten werden die Seitensektionen eingeklappt. Grundsätzlich gibt es den Heckanbau in 2 Ausführungen, einmal mit Teilbreitenschaltung und einmal ohne, womit wir im Feld waren. Derzeit bietet Bredahl das Streuwerk für 3 Modelle der K-Serie an, für den einachsigen K105XE und für die beiden Tandem-Modelle K135 und K165XE. Das gefahrene Modell mit nur einer Achse fasst mit optionalen Aufsätzen 14 Kubikmeter. Durch die Verlagerung der Streuteller nach außen gibt Bredahl für Kalk maximale Arbeitsbreiten bis zu 30 Meter frei, für Dünger mit alternativen Streuschaufeln sogar bis zu 48 Meter. Angetrieben werden alle Funktionen hydraulisch. Entweder wird das Öl dafür vom Schlepper bereitgestellt oder über eine optionale Bordhydraulik mit Zapfwellenpumpe. Mit dem leichten Biogassubstrat gibt der Hersteller immerhin 18 Meter Arbeitsbreite frei. Auch das ist ordentlich im Vergleich zu alternativen Streuwerken. Die hochbeinige Konstruktion ist unter anderem der Bereifung, Behälterform und einer Wiegeeinrichtung geschuldet. Bedienen lässt sich der Streuer aus der Kabine heraus über ein ISO-Bus-Terminal. So lässt sich selbst beim Modell ohne Teilbreitenschaltung das automatische Starten und Stoppen am Vorgewende aktivieren, sofern ein entsprechendes GPS-System auf dem Traktor installiert ist. Weitere Fakten finden Sie in unserem Fahrbericht in der Profi.